Hallihallo, Grindhouse Gaming hier, Medieval Dynasty geht weiter. Wir stehen in Gostovia, wir haben die Aufgabe, ein schmutziges Geschäft von unserer Frau bekommen. Wir sollen uns ein Fläschchen Wein abholen für einen gemeinsamen Abend zu zweit mit unserer Frau. Ich vertraue nur dem Namen der Quest nicht so ganz, wird sich gleich zeigen, was dabei rauskommt hier. Hallöchen Adelina. Guten Tag, was kann ich für dich tun? Tag, ich bin hier, um den Wein abzuholen, den meine Frau bestellt hat. Ja, richtig, die Dame mit dem ausdrucksvollen Gesicht, nicht wahr? Das beschreibt sie ganz gut, würde ich sagen. Ja. Ich habe ihn gleich hier und ich bin mir sicher, er wird euch Freude machen. Viele Paare bestellen ihn für besondere Anlässe. Er soll sehr anregend sein. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass du diese Nacht nie vergessen wirst. Gespräch beenden. Okay. Kehre zu deiner Frau zurück, Tybalda. Wein für einen besonderen Anlass einmal. Mhm, bringen wir hin. Machen wir. Bin ich mal gespannt. Ich vertraue dem Namen der Quest immer noch nicht. Obwohl das gerade irgendwie viel zu smooth war mit dem Wein, ne? Eine Nacht, die du nie vergessen wirst. Das ist wahrscheinlich irgendwie... irgendwelche... hier, keine Ahnung... Drogen drin. Irgendwas. Wie heißt es denn? Helft mir mal, ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Rohypnol. Roofies, ne? Wisst ihr Bescheid. Unsere eigene Frau will uns einfach gefügig machen mit einer Flasche Wein. Naja, werden wir wahrscheinlich rausfinden. So. Wo ist das Fräulein? Am Schaffe. Erstmal auf der Arbeit stören mit einer Flasche Wein. Wer kennt's? Wer kennt's nicht, ne? Hier, bitte. Ich bin zurück, Schatz. Bist du bereit, die Wände wackeln zu lassen? Gott. Unsere Pläne haben sich geändert. Ach komm. Als du unterwegs warst, war ein Freund von mir hier und hat mir erzählt, dass in Branica etwas vorgefallen ist. Eine Frau von jenseits unseres Tals soll dort aufgetaucht sein und ziemlich Radau machen. Ich kenne nicht die ganze Geschichte, aber die Dorfbewohner sagen, sie wäre eine Lügnerin und eine Betrügerin. Und was hat das mit uns zu tun? Ich weiß noch, wie schwierig es für mich war, als ich gerade hier angekommen war. Ich kannte niemanden, fühlte mich ständig verurteilt und allein. Du musst einfach nachsehen, ob sie Hilfe braucht. Aber Liebling, ich habe Wein, wir sind hier, ich bin sicher, ihr wird es gut gehen. Das wird es, denn der beste Mann, den ich kenne, wird ihr zu Hilfe eilen. Etwas, das mich sehr glücklich machen wird. Und du weißt, ich bin sehr großzügig, wenn ich mich bedanke. Ich bin so gut wie wieder da. Ja Gott, ey. Oh nee, jetzt müssen wir nach Branica auch noch. Ja, das ist ja gleich um die Ecke, gell? Ah ja, klar. Schön, schön. Naja, machen wir. Jetzt bin ich mal gespannt, in was für ein Dings ich da wieder reingestolpert bin. In was für eine Action. Gehen wir halt mal nach Branica und hoffen, dass wir die Geschichte überleben. Nicht, dass da irgendwelche Wegelagerer die Stadt eingenommen haben und ich muss da hin und muss alles alleine machen. Ne? Wer weiß, wer weiß. Hunger hat der gute Rasim so langsam auch. Ich hätte mal was einpacken sollen. Aber ich habe auch beinahe nichts mehr da, außer Karotten. Die Beeren sind unreif, oder? Klasse. Schmeckt sicher nicht. Boah, cool. Nee, danke. Nee, nee. 20% Vergiftung und nur 0,2 Hunger. Oder 2 Hunger. Der ist nicht viel. Schön. So. Dann gehen wir mal nach Branica und gucken uns die Geschichte an. Why is bread so expensive? Because of the taxes or what? Warum ist Brot so teuer? Sollen wir Kuchen essen? Kuchen ist ja auch gar nicht teuer. So. Hallöchen, Fuhrmann. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Nach Branica, bitte. Machen wir uns auf den Weg. Hoffentlich war das jetzt der richtige Ort. Ja, Gott sei Dank. Puh, schön, Glück gehabt. So. Da wird wild gefuchtelt und argumentiert. Oh Gott. Oh Gott. Da darf ich jetzt wieder mitmachen. Schön. Schöne Sache. Immer trifft's der arme Rasimir. So.
Georgiana. Kennen wir uns? Ah nein, tut mir leid. Ich habe nur die Unruhe hier mitbekommen. Kann ich dir irgendwie helfen? Oh, du bist der erste nette Mensch, den ich in diesem verfluchten Tal treffe. Glaub mir, da gibt es noch ein paar mehr. Was ist denn eigentlich das Problem? Nun, ich bin die rechtmäßige Eigentümerin dieses Stück Landes hier, aber diese verdammten Nahen haben einfach ein Dorf darauf gebaut und weigern sich wieder zu gehen. Hier hinten ist Son Goku wieder irgendwo am Werk. Wieso glaubst du, dass dieses Stück Land dir gehört? Das ist keine Frage des Glaubens, es ist ein Fakt. Ich habe die Besitzurkunde hier. Und wo hast du die bekommen? Ich komme aus einem fernen Reich und einer der sehr hoch angesehenen Herren dort hat sie für mich ausgestellt, nachdem wir unser Geschäft dafür erfolgreich abgeschlossen hatten. Geschäft? Der Kauf des Landes natürlich, aber niemand hier hört mir zu. Keiner glaubt mir, obwohl ich doch den Beweis in den Händen halte. Ach du meine, das tut mir wirklich leid. Danke, aber könntest du stattdessen versuchen, sie zu überzeugen? Das ist nicht ganz das, was mir leid tut. Ich fürchte, du wurdest betrogen. Betrogen? Von dem nicht ganz so sehr hoch angesehenen Herrn. Deine Urkunde ist eine Fälschung. Woher willst du das wissen? Du hast sie dir nicht einmal angesehen. Das muss ich auch nicht. Die Gesetze hier am Tal sind andere. Jeder kann ungebautes Land für sich beanspruchen. Nur die Steuern für den König müssen gezahlt werden. Ich kann nicht glauben. Ich habe mein ganzes Spares für diesen wertlosen Fetzpapier ausgegeben. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Ich bin so eine Lachnummer. Schon als kleines Mädchen wollte ich mein Heimatdorf verlassen. Ich habe von meinem eigenen Hof geträumt. Einen grünen Daumen hatte ich schon immer, weißt du? Und jetzt, da ich in diesem atemberaubenden schönen Tal angekommen bin, mit dem furchtbarsten Boden und jeder kann etwas davon für sich beanspruchen. Mit dem fruchtbarsten, nicht furchtbarsten, fruchtbarsten Boden, Mensch. Jetzt habe ich keine einzige Münze mehr übrig, um mir hier etwas aufzubauen. Die Welt ist grausam, zu Dummköpfen wie mir. Dann schließ dich mir und meinem Dorf an. Ich glaube an dich und deinen Erfolg wirklich. Du musst nur noch etwas länger drauf warten. Nee, schließ dich meinem Dorf an. Meinst du das ernst? Du kennst mich doch so gut wie gar nicht. Ich habe genug gehört. Du bist mit Eifer bei der Sache und mutig. Außerdem haben wir immer Verwendung für besonders talentierte Menschen. In meinem Dorf könntest du dich um die Felder und Plantagen kümmern, wie du es dir gewünscht hast. Das klingt einfach wunderbar. Du bist ein echter Lebensretter. Oh, ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Ich nehme das als Ja? Ja, ja, natürlich. Wunderbar. Damit willkommen in unserer Familie. Nice. Jetzt habe ich aber trotzdem keinen Wohnraum, oder? Ups. Und, wo ist sie denn? Ich weiß genau, wo die Schafe geht, die gute Frau. Das kann ich euch sagen. Mal gucken. Wo ist sie? Nee, die kann da eben nicht einziehen, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Nee. Nö. Ich brauche ein Haus. Dringend. Und dann wahrscheinlich noch einen Bewohner. So, jetzt muss ich erstmal hier, ne? Wisst ihr Bescheid. Landwirtschaft. Feldschuppen. Ich muss erstmal gucken. Nee, stimmt gar nicht. Ich schmeiß jetzt einfach mal jemanden raus. Und die Georgiana fängt da an. Schön. Gut. Jetzt in der Jagdhütte. Die Evalda. Die hatten 3 Jagdskill, da habe ich Glück gehabt. Schön. Hätten wir das erledigt. Gut. Jetzt kehre zu deiner Frau zurück. Ja, das machen wir. Ich muss eh mal noch was essen. Ich habe immer noch nichts gefuttert. Wir fahren jetzt wieder zurück und bauen noch ein Haus und essen was. Und wenn wir jetzt schon zurückfahren, dann holen wir uns auf dem Rückweg gerade noch jemanden ab. Gehen wir einfach mal nach Borovos billiger. Vielleicht hockt da ja, wenn ich Glück habe, noch ein Mann rum. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Na, was haben wir da? Der ist gerade aufgestanden. Du, willst du mitkommen? Radogost? Nee, will er nicht. Ja, ein bisschen leer hier, dann gehen wir schnell nach Gustovia. Mensch. Ein Mann muss ich auf jeden Fall holen. Skills relativ egal, Hauptsache noch ein Bewohner.
Dann haben wir 4 Leute in der Jagdhütte. Wir haben 93 oder 96 Messer rumliegen. War auf jeden Fall geplant, dass ich so viele Messer besitze. Mhm. Ja, dann dürften die Messer erstmal eine Zeit lang reichen, um Nahrung zu produzieren, denke ich. Werden wir sehen. Bis jetzt sieht die Produktion von Nahrung ja ein bisschen schwächelnd aus, aber wird sich dann wieder einfangen, denke ich. So, hier sehe ich schon mal 3 Symbole für Menschen. Das ist doch schön. Ein Männchen. Der Svilup. Oh, it's you again. Siedlung aufbauen. Klingt gut. Ist genau das, was ich gesucht habe, mit Vergnügen. Großartig, wir sehen uns dort. Großartig, wir versehen uns dort, genau. So. Svilubi. Du kommst auch ins Jagdhütle, Kerle. 2er Jagdskill, halb so wild, rein da. Schön. Sehr schön. Jetzt bauen wir nur noch ein Haus. Ich glaube, wir bauen aber einfach ein kleines, das geht schneller. Nicht, dass die jetzt die nächste Nacht ohne irgendwas über dem Kopf übernachten müssen bei mir im Dorf. Das wäre ärgerlich. Vor allem, solange die kein Haus haben, bekommen sie auch keine Nahrung, kein Wasser und kein Brennholz. Deswegen so schnell wie möglich Häusle bauen. Dürften wir hinkriegen. Und was essen. Wir leben zwar noch, aber Futter kann nicht schaden. Schmutzig sind wir auch. Es wird immer besser. Schön. Sehr schön. So, wo stellen wir dann die Bude denn überhaupt hin? Da oben irgendwo? Ich meine, hier ist ja ziemlich alles zugebastelt. Ne? Ziemlich. Hier passt wahrscheinlich kein kleines Haus mehr hin. Mit Sicherheit nicht. Wir könnten es probieren, aber ich gehe immer stark davon aus, dass es nicht passt. Obwohl, nee, passt nicht, ne? Hindernisse, die Baustelle blockieren. Ich gebe dir gleich Hindernisse, du. So. Schön. Neben die Holzhütten stelle ich, Holzschuppen stelle ich das Ding nicht. Dann stelle ich es eher noch hier hin. Das könnten wir machen, ne? So. Einfaches, kleines Haus. Was blockiert denn hier schon wieder die Baustelle, bitte? Ah, da war es grün. Werd grün, bitte. Hallo. Grünling. So. Zack. Hauptsache, das Ding steht. Rest ist egal. So, jetzt gibt es noch ein kleines Wegle. Blub. Schön. Und 10 Steine. Perfekt. Nicht den Stock, Rasimir. Nicht den... Nimm alles mit. Nimm einfach alles mit. Nimm einfach alles mit, Freund. So, wenn das Haus steht, dann gucken wir uns nochmal an, was wir jetzt da alles für Problemchen haben. Boing. 8 Stämme. Oh, ich glaube, wir gehen einfach schnell Bäume fällen. Ich habe keine Ahnung, wie viel im Lager rumliegt. Ich meine, ich habe ja jetzt die gute Brauseaxt hier. Die räumt ja ganz schnell auf. Ich lasse lieber einfach meine Lagerbestände mal wieder ein bisschen wachsen jetzt. Bevor wir da irgendwann wieder Probleme haben, dass irgendwas gebraucht wird und es ist nichts mehr da. So, ist natürlich eine Fichte. Das heißt, wir müssen noch 2 umhauen, weil da kommen ja nur 3 Stämme raus bei. Habe ich ja mittlerweile schon realisiert, dass das so ist. Hauen wir die da auch noch in die Richtung. Dann können wir alles auf einmal vielleicht. Oder ich liege gleich drunter. Ist auch immer eine Möglichkeit, wenn ich mit Evil Dynasty spiele, dass ich gleich selbst unterm Baum liege. So, stopp. Alles mitkommen. Schön. Ja, ich weiß, ich trage zu viel, tut mir leid. Kann nichts dafür, Rasimir. Muss schon ein bisschen der Rücke trainieren, Freund. Mensch. So. Boing. Stöcke. Oh, das ist wieder Haufe Arbeit. Wie viel brauchen wir fürs Dach und Stroh? 8, 16, 32. Das holen wir uns schnell aus dem Lager. Da ist auf jeden Fall genug. So. Flitzi, aber hurtig. Ganz schnell, Freund.
Stroh. Hier sind wir irgendwo. Genau. So. Stroh. Jetzt gucke ich mal wegen Stämmen, aber ich glaube eher nicht, ne? 13. Mal 8 Stück mit. Oder 7. Ja, mein Gott. Passiert. Ich aus Versehen in der Tasche gelandet jetzt. So. Ah, wir haben mal wieder ein bisschen Fleisch. Ist doch schön. Ich brauche aber jetzt mal... Ich muss ein bisschen was essen. Ich fresse jetzt einfach mal ein paar Karotten weg. Ist mir egal, habe ich sie eh selbst geerntet. Also von dem her kann ich die auch futtern. So. Erstmal den Wanst mit 17 Karotten gestopft. Wer kennt's nicht, wenn man mal den kleinen Hunger zwischendurch hat, 17 Karotten hinter die Kiemen. Wirkt wahre Wunder. Für die Augen. Für alles andere wohl eher nicht. So, da oben noch ein Stämmchen. Und da dann auch noch eins. Und hier auch überall noch. Schöne Sache. Zum Glück müssen wir keine 80.000 Meter laufen fürs nächste, für die nächsten Bäume. So. Schön. Aber wir haben hier wenigstens Laubbäume, also Ahorn. Das ist schon mal nicht verkehrt, da kriegen wir mehr Stämme raus. Rasimir. Ganz ruhig. So. Ups. Ja, so geht das nicht. Hier auch noch einen weg. Werden wir auf jeden Fall brauchen, schätze ich. Also zu meiner Frau sollte ich eigentlich auch noch zurückkehren, ne? Ups. Ja gut, die ist ja nachher auch daheim dann. Die geht ja nicht groß weg. Die ist ja arbeiten und daheim. Während der Arbeit passt sie auch nicht auf den Horst auf. Auf den Horst Manfred. Ich auch nicht. Also ich bin kein Stück besser. Nicht, dass ich meiner Frau jetzt was unterstellen will. Ich habe den Kleinen ja nur 2-3 Mal erwischt, wie er beinahe einen Körper gemacht hat ins Wasser. Ist ja egal. Ist ja egal. Der muss ja irgendwann schwimmen lernen, ne? Ja, ich weiß, das sind tolle Einstellungen, ne? Sehr toll. Ich habe auch nie gelernt zu schwimmen. Ich kann mich nur über Wasser halten. Finanziell gesehen wie beim Schwimmen. So. Stöcke. Genau. Schnell vom Thema ablenken. 8, 16, 24 Stöcke. Hier nicht. Eher da. Fangen wir mal an. Ups. Wer kommt denn da wieder angewackelt eigentlich? Vlotzimira, wo warst denn du unterwegs? Achso, du bist in meinem Grabungsschuppen, glaube ich, ne? Oder so. Ich habe keinen Überblick, wo ich irgendwen reingesteckt habe in letzter Zeit zum Arbeiten. Ich weiß nur, dass ich noch zwei Leute in ein Wohnhaus stecken muss. Und dieses Wohnhaus ist noch nicht gebaut, weil mir noch Stöcke fehlen. So. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie viele. Ich glaube 24 hatte ich gesagt, oder? 8, 16, doch 24. Ich nehme ein paar mehr mit und lege den Rest einfach noch ins Materiallager. Wenn die jetzt eh wieder Stockprobleme haben. So. Schön. Ab die Post. Bauen wir fertig die Hütte, stecken die zwei da rein. Ja, das ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. So. Und hier werden wir mal noch den Weg verbinden. Boing. Schön. So, Verwaltung. Wohnhaus, das leere Wohnhaus hier. Leerer Slot für... Manfred ist schon 3, krass. Simil war's, ne? Nee, Alter 0. Simil war's nicht. Wo sind die denn, die Leute? Also ich hab die ja schon als Jäger drin, ich Depp. Hier, ich muss einfach gucken, wer das Bedürfnis nach einem Haus hat. Das wäre auf jeden Fall schon mal einfacher, die zu finden dann, ne? So, jetzt haben wir das Problem gelöst. So, Bedürfnisse sind gedeckt. Schön. Sehr schön.
Jetzt haben wir in der Jagdhütte 4 Leute am Arbeiten. Die uns dann hoffentlich gut was einbringen, können wir in der Produktion schon sehen. Die sollten 30 Fleisch am Tag bringen und 8 Trockenfleisch. Übel. Übel, übel. Da bin ich mal gespannt. Weil momentan haben wir 584 Bedarf und stellen nur 642 her. Andersrum. Wir haben 642 Bedarf und haben 584 auf Lager. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut. Beim Holz auch nicht. Ein Bedarf von 600. Holz nur 105. Ist das, weil mir gerade überall die Werkzeuge ausgegangen sind, die Stöcke in letzter Zeit? Kann doch nicht sein, dass meine Produktion jetzt momentan so dermaßen kaputt gegangen ist, wegen eigentlich gar nichts. Naja, wir müssen uns das mal über die nächsten Tage hinweg angucken wahrscheinlich. Gehe ich mal stark davon aus. Gucken wir uns nochmal kurz die ganzen Meldungen an. In der Gewinnung fehlt Material, da fehlt ein Mitarbeiter. Holzschuppen hat kein Werkzeug, da gehen die Äxte aus. Deswegen haben wir keine Holzproduktion. Mhm. Fischerhütte fehlen Arbeiter, Jagdhütte hat kein Material. Das heißt, ja, die haben kein Fleisch für Trockenfleisch, genau. Scheune hat auch kein Material, ist halb so wild. Ja, dann werden wir jetzt wahrscheinlich halt noch schnell ein paar Äxte herstellen. Steinäxte. Ich will denen jetzt keine Bronzeaxt oder so geben, das ist mir ein bisschen... Ich auch, Freund, ich auch. Ich liebe auch den Geruch von Holz. Ich will denen jetzt keine Bronzeäxte oder sonst was geben. Die will ich selber behalten. Vor allem hat er nur eine. Das wäre auch voll fail. Okay, ich soll mal aufhören, Stöcke zu sammeln und stattdessen ein paar Steinchen aufheben. So, Stein. Hier war doch gerade noch irgendwo. Hier Stein. Und Stein. So, das müsste doch eigentlich für 3 Stück reichen. Perfekt. Ich müsste mal in meinem Lager gucken. Ich muss ja jetzt eh ins Lager. Wie es denn mit den Steinen aussieht. Vielleicht hängt es auch noch an der Steinproduktion. Das... Ja, so gehe ich auch abends auch immer nach Hause. Genau. Schön. Schön, schön. Vielleicht hängt es auch mit der Steinproduktion zusammen. Dass ich... keine Werkzeuge produzieren kann. Brennholz haben wir auf jeden Fall noch eingelagert. Ja, ich habe keine Steine. Keine Steine, keine Stöcke. Das mit den Stöcken liegt aber halt daran, weil wir gerade kein Werkzeug hatten. Aber Grabungsschuppen, Produktion, 29 Steine am Tag. Ich glaube, wir machen mal das Kupfererz ein bisschen runter und machen die Steine noch weiter hoch. Wir haben nämlich echt gar keine rumliegen. Ton kann auch mal runter, kommt auch noch in die Steine. Ich glaube, wir machen Steine einfach auf 60%. So, schön. Fast 40 Steine am Tag. Also wenn das jetzt immer noch nicht langt, dann weiß ich auch nicht. So. Haben wir eigentlich alle Probleme gerade ein bisschen aus der Welt geschafft, hoffe ich. Jetzt muss ich nur noch mit meiner Frau reden. So. Wir hatten hier noch eine Aufgabe. Chromislav will auch noch was von mir. Entschuldigung. Oh, das war sogar Manfred. Ups. Und Krise abgewandt. Jetzt bin ich bereit für ganz viel Liebe. Ist sie das? War das denn eigentlich genau... Was war denn genau los? Eine Frau behauptet, dass sie das Land gehört, auf dem Branica erbaut ist. Doch es stellte sich heraus, dass sie jemand hereingelegt hat. Jetzt ist aber alles wieder gut. Wie ist alles wieder gut? Was hast du getan? Nun, ich habe sie über ihren Irrtum aufgeklärt. Und? Und ich habe sie gefragt, ob sie in unser Dorf ziehen möchte. Das hast du? Wirklich? Natürlich, sie war in Schwierigkeiten und ich... Halt den Mund. Wie bitte? Halt den Mund und zieh dein Hemd aus. Oh ja, das musst du mir nicht zweimal sagen. Wir sind noch Menschen am Feuer mit uns. Okay. Das hat meine Frau wohl gerade nicht wirklich gestört, dass da noch Menschen dabei waren. Ne? Schön. Schön.
Ja, perfekt. Kann ich jetzt schon ins Bett liegen eigentlich? Ja, schlaf bis zum nächsten Tag, dann machen wir das doch gerade noch. Und es regnet. Perfekto. Sehr schöne Geschichte. Sehr schönes Wetter, machen wir hier schon ein bisschen Feuer. Mal gucken, wie lange das anbleibt bei der Plörre. Schön. Ja, liebe Leute, dann sind wir für heute raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid mega geile Menschen. Ich hoffe, ihr werdet jeden Tag ein Ticken geiler. Das würde mich persönlich megamäßig freuen. Genau wie es mich megamäßig freuen würde, wenn ihr Likes, Kommentare, Abos da lasst und das Glöckchen aktiviert, falls es euch gefallen hat, was ich hier gemacht habe. Oder euch das Zuschauen dabei gefallen hat. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch gerne mal auf dem Kanal vorbeischauen. Vielleicht findet ihr da noch andere Videos, die euch interessieren. Ist aber natürlich alles freiwillig. Ich zwinge hier niemanden zu irgendwas. Ich wünsche euch noch eine mega geile Zeit. Ich bin raus. Wir hören uns. Ciao, ciao.